Der Querbettsessel ist eine Option zur Unterstützung der Patienten zum Sitzen an der Bettkante. Wann können wir diesen Querbettsessel einsetzen? In der frühen postoperativen Phase, aber auch in der frührehabilitativen Phase. Wenn die Patienten noch extrem geschwächt sind und noch keinen aktiven Transfer schaffen. Häufig ist es so, dass wir Patienten haben, die wir zum ersten Mal an die Bettkante mobilisieren. Wir testen die Situation, wir schauen auf die Stabilität der Patienten. Beim zweiten und dritten Mal kann es sein, dass es unglaublich gut schon funktioniert und wir sind vielleicht sogar ein bisschen überrascht, wie stabil der Patient ist. Dennoch ist ein Patient noch zu geschwächt, um Rumpfstabilität zu besitzen und um aktiv in den Stand zu kommen. Aber wir könnten ihn eigentlich jetzt in dieser Situation noch ein bisschen an der Bettkante verweilen lassen. Dafür ist der Querbettsessel optimal. Wir können die Patienten mit Hilfe dieses Querbettsessels an der Bettkante sitzen lassen und können sie an der Bettkante optimal unterstützen. Der Querbettsessel wird fest am Bett verspannt, die Rückenlehne wird eingestellt, der Patient wird in diesem Sitz bequem gelagert. Wir können ihn in dieser Position vielleicht noch mal 5 oder 10 Minuten, vielleicht sogar 20 Minuten verweilen lassen, aber er schafft es noch nicht aktiv in einen Sessel. Er ist in so einer Zwischenphase, in einer geschwächten Phase. Aber der Patient könnte vielleicht zum ersten Mal an dieser Stelle sein Essen einnehmen. Besonders gut ist es, wenn wir Patienten in ihren Phasen begleiten können. Sie sind geschwächt, sie schaffen schon ein bisschen was, aber es ist noch nicht genug. Das ist eine Zwischensituation. Wir holen aber den Patienten in seinen Fähigkeiten ab und unterstützen ihn mit dem, was er braucht. Sitzen mit Unterstützung an der Bettkante ist schon möglich, aber das Aufstehen zum Sessel noch nicht. Manchmal ist es aber auch so, dass uns die Zeit fehlt und das ist ganz normal. Wir können den Patienten mit einer relativ zügigen Mobilisationsvariante an der Bettkante unterstützen und können somit die Mobilisation mehrfach täglich in kurzen Abschnitten wiederholen. Wir überfordern damit die Patienten nicht. Wir unterfordern sie aber auch nicht. Wir holen sie genau da ab, wo sie von uns Unterstützung brauchen und können so ihr Outcome optimal begleiten. Der Querbettsessel muss nun am Bett befestigt werden, damit eine Stabilität gewährleistet ist. Beim Querbettsessel kann man einen Tisch montieren. Der dient der Sicherheit und der Patient kann ihn gut nutzen. Die Füße sollen beim Sitzen Bodenkontakt haben. Dieses gewährleistet der Fußtritt, den wir einhaken. Die Rückenlehne kann in der Neigung angepasst werden und ebenfalls kann die Festigkeit des Rückenpolsters verstellt werden. Das Nackenpolster kann in der Höhe und in der Neigung angepasst werden. Der Querbettsessel ist eine Zusatzoption unter der Mobilisation. Wenn der Patient noch ein wenig geschwächt ist und andere Möglichkeiten noch nicht nutzen kann, ist das eine leichte und einfache Möglichkeit. Wir müssen bedenken, dass die Patienten in dieser Phase deutlich geschwächt sind und mehr noch nicht möglich ist. Wir können ihn aber auf den Weg bringen, damit er baldmöglichst aktiv zum Beispiel in einen Pflegestuhl gesetzt werden kann. Dieser Querbettsessel ersetzt nicht den passiven Transfer in den Pflegestuhl, aber er bietet eine gute Zusatzoption, die Patienten zu unterstützen, wenn mehr noch nicht geht. Zur Sicherheit sollte man den Querbettsessel zu zweit anwenden. Die Patienten sind ja schließlich noch sehr geschwächt. Im Notfall kann man die Patienten binnen Sekunden zurück ins Bett legen. Das sind einfache Handgriffe, die schnell gehen. Wir wollen die Patienten an der Stelle unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen. Dort, wo mehr noch nicht machbar ist. Eine gute Option.